Ja, und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Rechtsanwalt Jürgen Rüdolf, ehemaliger Familienrichter, Mitbegründer des Kochemer Modells, das eben solche Boykotte eines Elternteils verhindern möchte. Aber das Beispiel, was wir gerade gesehen haben, ist wirklich, wie ich finde, sehr extrem und hoffentlich eine Ausnahme. Es ist als Trennungsbeispiel gar nicht extrem, sondern es ist in vielen Konfliktfällen der Standard und nicht die Ausnahme. Was hier hinzukommt, ist, dass derjenige Elternteil, der sozusagen herausgekickt wird aus dem Leben der Kinder, dann auch nicht mehr informiert ist, was wird eigentlich aus dem weiteren Leben, nicht einmal über das Ableben dieser Kinder informiert ist. Man kann nicht sagen, es ist zwar eine extreme Situation, aber leider zum Teil Standard. Wie kommt es denn überhaupt zu so extremen Brüchen aus Ihrer Erfahrung? Das muss man wohl ganz klar so benennen. Es ist eigentlich ein Versagen der Strukturen, die wir anbieten, um auseinanderdriftenden Familien, insbesondere den davon betroffenen Kindern, zu helfen. Das funktioniert bei uns nicht. Und in den Fällen, in denen sozusagen ein Elternteil dämonisiert wird, aus dem Leben der Kinder herausgenommen wird, herausgekickt wird, das lassen wir zu mit unseren Institutionen. Sie werden häufig als hilflos empfunden von den Eltern und sogar teilweise auch als verletzend. Was macht das Kochemer-Modell anders? Also das, was man als Kochemer Modell oder besser Kochemer Praxis bezeichnet, ist eine interdisziplinäre Kooperation, in der sich alle Professionen verzahnen und die Situation der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Die Sichtweise der Kinder wird zur Handlungsmaxime gemacht und dann dem haben sich alle unterzuordnen, alle Professionen, alle Institutionen, aber auch die Eltern. Weil es also sprich, Jugendamt, Gericht, Anwälte, Eltern, Kinder. Sachverständige, Beratungsstellen, was es gibt, insbesondere die Eltern oder was sonst im sozialen Umfeld noch eine große Rolle spielt. Wie schwer ist es, Eltern von der Teilnahme an diesem Modell zu überzeugen? Das mag sehr schwer sein, weil Eltern in diesem Konflikt mit sich selber genug zu tun haben, auch wenn sie immer der Überzeugung sind, sie wüssten am besten, was ihren Kindern gut täte, aber sie sind so mit sich selber beschäftigt. Eltern kann man deshalb da nicht überzeugen, man kann sie häufig rational gar nicht erreichen in dieser Konfliktsituation. Das heißt, man muss sie kicken. Man muss sie auf eine Reise schicken, ob ihnen das gefällt oder nicht, und das tun wir in Deutschland nicht. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, ihnen eine Lösung aufzunehmen. Das ist eine ganz andere Geschichte, die müssen Eltern selber finden. Ja. Aber man muss ihnen einen Weg vorgeben, und das machen wir in Deutschland nicht. Wir überlassen die Situation sich selber, und dann haben wir solche Ergebnisse, wie Sie sie gerade gezeigt haben. Und welche Chancen haben wir denn, dass Kochem irgendwann mal überall ist? Also, dass sich tatsächlich dieses Modell Schule macht und weiter um sich greift? Also die Chance, dieser Arbeitsform und auf diesen Grundlagen zu arbeiten, die haben wir dann, wenn wir rechtlich verpflichtende Rahmenbedingungen installieren. Das heißt, wenn wir die Richter verpflichten, dass sie entsprechend ausgebildet sind, wenn wir Sachverständige verpflichten, dass sie entsprechend ausgebildet sind, Jugendämter, Anwälte und so weiter, die damit beschäftigt sind, und gleichzeitig ihnen beibringen, wie man interdisziplinär arbeitet, wie man das verzahnt. Und davon sind wir noch, was die Verpflichtung einer solchen Arbeitsweise anbetrifft, meilenweit entfernt. Viele fragen sich jetzt vielleicht, wie hoch ist denn die Erfolgsquote vom Kochemer Modell? Und wann sprechen Sie von Erfolg? Ja, ich muss noch mal sagen, ich kann mit diesem Modell, mit dem Begriff Modell weniger, das ist eine interdisziplinäre Arbeit oder Praxis. Es ist so, wenn Sie Eltern die Chance geben, sozusagen nach dem Motto, wir machen einen Vorschlag, den Sie nicht ablehnen können, ihr müsst jetzt auf die Reise gehen, dann ist die Erreichbarkeit der Eltern sehr hoch. Es geht darum, den Eltern die Sichtweise ihrer Kinder zu vermitteln. Ja. Das passiert in der bisherigen Arbeitsform nicht. Und sie auf diese Reise zu schicken, dass sie sich das anhören müssen, dass ihnen durch qualifiziertes Personal gesagt wird, das und das passiert, wenn ihr den Konflikt so weiter stört mit euren Kindern, und dass die Eltern gezwungen werden sozusagen, dass sie verpflichtet werden, in diese Beratung, in diese Mediation zu gehen. Das ist die Voraussetzung, und dann ist die Erreichbarkeitsquote sehr hoch. Dann hoffen wir, dass das in Zukunft viele Eltern machen und auch diesen Weg suchen. Bedanke ich mich ganz herzlich für das informierende und auch mutmachende Gespräch. Danke, Herr Rüdolf. Ja, ich danke auch.